Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2. Oh, dieses Hurensohn-Fix-Spiel, ne? Entschuldigung, dass ich das mal sagen muss, aber dieses Game bringt mich irgendwann nochmal richtig zum Ausrasten, ey. Ja, Entschuldigung. Ja, es ist jetzt 9. Ich habe ab 20 Uhr versucht aufzunehmen. Da sieht man mal wieder, Alter, bei mir läuft heute richtig. Ja, also wir stehen heute auf dem neu erschienenen Addon Bremen. Das ist aber schon vor 5 Tagen rausgekommen. Ja, ich weiß. Ich habe leider mit der Schule so viel zu tun, dass ich noch keine Zeit hatte, es vorher euch zu präsentieren. Ja, wir spielen heute auch ohne Checker, weil da habe ich heute keinen Bock drauf. Ja, wir machen die Kiste mal an. So. Oh, die Sicht muss ich nochmal austauschen, weil die geht mir auf die Eier. Ich habe mir zum Glück die alten Sichten nochmal gespeichert. Also das hier finde ich gar nicht so schlecht, dass man jetzt auch eine Sicht hat, wo man da hinguckt. Hier. Aber diese rangezoomte, das gefällt mir nicht so. Ist ja auch egal. Also wir stehen heute auf Bremen, fahren mit dem mitgelieferten A40, MAN A40 GL. So, hier ist wieder die beste Fahrernummer der Welt. 1, 2, 3, 4. Ja. Kurz einmal gucken, ob das alles geht. Sieht gut aus. Ah, und da fällt mir schon mal auf das Erste, weswegen ich dieses Addon liebe. Und zwar da. Dieser Knopf, der bei mir hier auch vorhanden ist, bei mir ist, hat er leider eine rote Kappe, ist in diesem Bus verbaut. Wie bei uns in den MA1. Finde ich ziemlich geil. Da komme ich direkt zur zweiten Sache. Wir können schon mal ein bisschen anfangen, hier das anzumachen. Oh, nee, nicht hier. Mach mal Lüftung aus. Wie geht das? So. Wo war ich? Ach ja, was mir dabei einfällt. Früher, vor dem Update, was vorgestern oder so rauskam, ist mir, leuchtete dieser Knopf nur, wenn man ihn gedrückt hat. In echt ist es aber so, dass er immer leuchtet, wenn die Türfreigabe, Quatsch, wenn die Haltestellenbremse drinne ist. Das bedeutet, egal ob Tür 1, 2, 3 offen ist, Türfreigabe oder der gedrückt wird, er leuchtet immer. Habe ich gemeldet im Forum, 2 Tage später kam das Update und jetzt fängt er an zu leuchten, egal was man drückt. Cool, ne? Ja, so. Das wollte ich nur mal so am Rand kurz sagen. So, wir machen mal hier den anderen rein, so. Oh, jetzt muss ich mich hier auch nochmal anmelden. 1, 2, 3, 4 anmelden. Bitte warten, ja. Einstellung, Fahrzeugkonfiguration, IBIS machen wir auch mal das neue rein. So, Tür 1 gibt es. Nein! Och man! Heute läuft echt nichts. Ich habe da auf Tür 1 geklickt. So, Funktion, Drucker, Event PC, zack. So, da rein. 1. Hä? Was? 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 1, 2, 3, 4, anmelden. Fahrzeug, egal, ich lasse es jetzt einfach so. So, zack, kann so bleiben, schön. Wir stehen hier Buschdeel, das heißt, ich habe heute noch nichts, ich habe heute nicht mal Fahrplan angenommen. Buschdeel nach Blumenthal, so, 3509. Zack, Umlauf, 3509, okay, jo, Blumenthal, zack, 14 Minuten, klingt super. Ja, wie man sieht, ich habe hier das ein bisschen verändert, mein Setup. Jetzt ist mein Mikrofon da, weil ich im Moment eh nichts anderes spiele, außer OMSI, beziehungsweise andere Spiele, die man mit Lenkrad spielt. Deswegen sitze ich da drüben gar nicht mehr. Deswegen kann ich das Lenkrad auch, das Mikrofon auch direkt hier hinnehmen. Dann brauche ich nicht so schreien, weil das nicht so weit weg ist. Schreien tue ich eh immer, aber ist ja egal. Ja, ich freue mich, dass wir endlich mal wieder eine Runde OMSI spielen. Guten Tag, du brauchst nicht mit mir reden, Moment, das ist jetzt bestimmt wieder der Bug, weil das hier nicht auf volle Pulle ist, so, zack. Wir fahren heute auch mit realem Wetter Bremen, wir machen mal 13 Minuten vorhin, sind wir bei 58, ja. Kommt noch eine Dame, habe ich Fahrscheinverkauf an oder aus? Machen wir mal auf einfach, zack. Moin. Jetzt reden die nämlich auch. Ja. Ich werde so in dem Video mal ein bisschen über das Addon reden
und insgesamt, was bei mir im Moment so los ist, weswegen so selten... Warte mal, waren da noch Leute? Ja. Wieso? Ach so, ihr steigt auch hinten ein. Ja, super. Das wusste ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall freue ich mich schon mal. Dazu gehe ich später nochmal darauf ein, auf dieses Forum-Update-Gedöns, wie da drauf... Na super. Ja, die Sicht wurde jetzt hier dafür weggemacht, dass man hier richtig rausguckt. Das ist ja super. Wie gesagt, gut, dass ich die alten gesichert habe. Ja, also dieses ist ein Forum, wo man die Fehler melden kann, beziehungsweise Wünsche, finde ich sehr, sehr geil. Bahnhof Turnerstraße. Bahnhof Turner, ja. Regio S-Bahn. Ja, super. Finde ich super toll, weil man einerseits seine Wünsche sagen kann, andererseits die Fehler sagen kann und es wird darauf wirklich drauf eingegangen. Das finde ich gut. Ich habe einen Tag später eine E-Mail bekommen. Jo, okay, dass das mit dem... gut, dass ich Kollision aus habe. Das ist auf der Strecke echt böse, um mit Kollision zu fahren. Ja, danke. Ich weiß, ich fahre wie ein Irrer. Ich bin auch ein Irrer. Ja, ich habe gesagt, dass das so ist. Jedenfalls bei uns ist das so. Dann hat der Mensch gesagt, ja, tut mir leid, kann ich jetzt nichts zu sagen. Logischerweise werde ich nachfragen, hat er gesagt. Natürlich kann ich nichts zu sagen, sonst wäre es ja direkt so umgesetzt gewesen in dem Addon. Ja. Hat er anscheinend nachgefragt. Zwei Tage später kam das Update. Da wurde es so umgesetzt, wie ich das gemeldet habe. Also hatte ich ja anscheinend recht. Und deswegen, so wird auf die Fehler eingegangen. Das finde ich sehr, 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 sehr geil, muss ich sagen. Kevin Nitschmann hätte wahrscheinlich gesagt, ja, egal. Leuchtet doch der Knopf, muss man halt drauf drücken. Beziehungsweise hätte wahrscheinlich gesagt, ja, du hast es so gekauft, dann bleibt das jetzt auch so. Nicht, dass ich ihn jetzt mega haten will, aber wir haben es ja leider in letzter Zeit schon mal so in diese Richtung mitbekommen, dass das so ist. Okay, hier sind so viele Straßenschäden, das ist ja fast, als wäre man hier im Osten, ne? Aber nein, Bremen ist nicht im Osten, danke, das weiß ich. Ich bin zwar schlecht in Erdkunde, aber so schlecht dann doch nicht. Ja. Meine Fresse, steigt doch aus! Heute Abend irgendwelche Nöl-Omis kann ich gar nicht ertragen, Alter. Ja. So. Wir fahren mit realem Datum, sofern mich nicht alles täuscht, oder? 5.12.17. Nee, wir fahren in der Zukunft. Heute ist noch gar nicht der 5. Ah, egal. Auf jeden Fall fahren wir halt die neuen Linien, deswegen auch die 90er-Linien und nicht die 70er-Linien. Die Ziffern hier hinter haben sich ja nicht verändert. Die 96 war früher die 76. Ja. Warum ist hier eine Fruchtfliege? Geh weg. Was wollte ich sagen? Ach ja. Fehler wird gut drauf eingegangen. Finde ich sehr, sehr gut, dieses Forum, dass man da schnell eine Antwort bekommt und dass da drauf eingegangen wird. Den Bus. Wie finde ich den Bus? Am Fehlerkamm. Ja, danke. Den Bus finde ich sehr, sehr gut. Er hat noch ein paar kleine Fehler, aber wie man sieht, die werden ja nach und nach ausgebessert. Vor allem freue ich mich schon auf die Innenschwingtüren an der ersten und zweiten Tür, weil dann werde ich auch ganz sicher mir eine SWN-Variante zusammenbauen. Moin. Drei Haltestellen willst du. Ich habe noch nie mit dem Ding irgendwas verkauft, aber ich schätze mal, das wird das sein. Kann das sein? Ja. Super, so 40, dann kriegst du 10, sind wir bei 50, 1,50, 2, 4, 5. Bitteschön. Ja, auf die Innenschwingtüren freue ich mich ganz besonders, dann werde ich den auch umbauen zur SWN-Variante. Ja. Ich weiß, in Neumünster fahren A21, nicht A37, aber was soll man machen? Ist halt der einzige Neunkirchener Weg. Geile MAN mit VDV. Kann man nichts machen, ist halt so. Ja, dann zur Karte. Die Karte, muss ich sagen, finde ich von der Gestaltung her allererste Sahne, Alter. Ich kenne das zwar nicht in echt, aber ich habe, wie bei Aachen auch gehört, dass Leute, die da wohnen, echt sagen, yo, es sieht in echt wirklich so aus. Kann ich nicht so sagen. Ich war noch nie in Bremen. Jedenfalls nicht an diesem Ort. Aber ja, auch als Nicht-Bremer spricht mich die Karte sehr, sehr an von der Gestaltung. Ob das jetzt real ist oder nicht, das... Da baue ich jetzt mal auf die Aussagen der anderen. So, Kurzstrecke kriegst du auch. 10, 50, 1, 2, 3. Hä? 10?
Ach so, ich muss auch auf 50 drücken und nicht auf 20. Junge, was ist mit dir? Danke. Eins war ja zu wenig, okay. Ich kann heute Abend noch nicht mehr rechnen, ich bin zu... Alter, du hörst dich aber nicht an wie ein Kind. Wo ist denn hier eine Kinderkarte? Einzelticket. Hallo, ich hätte gerne meine Fahrkarte, ist das möglich? Junge, beruhig dich mal, du hörst dich an wie eine alte 40-Jährige. Danke. Bitte. Ja, also auf jeden Fall Gestaltung finde ich sehr gut und sie ist knallereng. Soundtechnisch finde ich den Bus sehr geil, muss ich sagen. Also man kann ihn immerhin auf jeden Fall raushören. Was ich auch geil finde beim Gelenkbus, dass man das Gelenk hört. Der Straße. Wenn man um die Kurve fährt, weißt du, dass das Lederfalkenbeil griffelt so über diesen Metallboden. Das hört man, das finde ich richtig geil. Also Detailgrad ist echt hoch bei dem Ding. Ich habe gehört, Einstellmöglichkeiten sollen noch dazukommen, neue, wie zum Beispiel die Außenschwenktüren. Und es ist, ich will nichts Falsches sagen, nagelt mich nicht fest, aber auf jeden Fall ist es wahrgenommen, dass viele sich wünschen, dass man diesen Hublift vorne entfernen kann. Ob das gemacht wird, kann ich nicht sagen, aber es ist gewünscht. Moin. So, was ich auch geil finde, Chrono-Event, nächstes Thema. Diese Map hat Chrono-Events, für Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, je nach Zeit ist die Karte anders. Zum Beispiel Linienveränderungen. Vorberger Straße. 2009 bis 2011 fuhren die 70er-Linien, danach die 90er-Linien. Dann habe ich gehört, zwischendrin gab es irgendwie Tariferhöhungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich denke mal, das ist für die Fahrkarten so gemeint. Tut mir leid. Eine Tageskarte. Ja, auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, früher kostet das nicht 97. Danke. Bitte. Ey, mach mal die 1. Einmal aber Moin, Tiet. 1, bitte. /2,75, 5. So. Kann es eigentlich sein, dass alle weiblichen Charaktere dieselbe Stimme haben? Das ist... Achso, ups. Das ist irgendwie gruselig. Bitte. Ja, so, wo war ich? Ach ja, Chrono-Event. 70er-Linien, 90er-Linien. Dann, ich bin der Meinung, Fahrpreiseänderung. Ich weiß nicht, tut mir leid, wenn es falsch ist, nagelt mich nicht drauf fest. Und... Ja, an der Lehnkuhle in die Seitestelle und auch zum Beispiel Herbstmarkt oder so ist mit drin. Ich persönlich weiß nicht, wo der Herbstmarkt ist. Ich habe nur schon mal gesehen, dass es auf jeden Fall da Umleitung gibt und dass die auch in diesem Addon umgesetzt worden sind. Finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir so. Da sieht man schon mal die erste Schwäche der neuen Sicht. Es ist so weit rangezoomt, dass man erstens denkt, man hat ein Fernglas auf und zweitens kann man nicht mal richtig in den Spiegel gucken. Aber das kann man sich ja ganz einfach easy ändern. Das dauert 3 Sekunden oder so. Jetzt wahrscheinlich die Frage, die sich viele stellen, die das noch nicht haben. Würde ich empfehlen, dieses Addon zu kaufen? Ja oder nein? Ich persönlich würde es empfehlen, wenn man MAN fern ist, auf jeden Fall, weil die Busse sind echt... Die Busse sind echt sehr, sehr geil. Bitte. Und vor allen Dingen, gut, wenn man aus Bremen kommt, ist das wahrscheinlich ein Muss. Beziehungsweise auch so, wenn man schön gestaltete Karten mag, dann kann man die gerne kaufen. Wer auf lange Linien steht und auf viel Abwechslung der Linien, der soll, für den ist die Karte wahrscheinlich nichts, weil der Linienweg sehr, sehr ähnlich ist und auch nicht der längste. Ich glaube, ich habe bei Steam Kommentar gesehen, gefühlt in einer Stunde alles abgefahren. Ja, das stimmt leider, muss man sagen. Man hat innerhalb von einer Stunde grob alles abgefahren. Oder fast alles gesehen, so ist es leider. Aber, das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Dafür hat man wenigstens
eine super reale Gestaltung und zwei tolle Busse, muss ich sagen. Ja. Also ich würde es empfehlen zu kaufen, wenn man auf die Busse steht und wenn es einen nicht stört, dass man nicht zu lange fahren kann. Dann würde ich das weiterempfehlen zum Kaufen. Alter, was ist mit dir denn los? Ein bisschen Breakdance oder was? Moin. Moin. Hallo, guten Tag. Moin. Ja. Ist wieder schon durch. Achso, ja, warum kamen so lange keine Videos mehr? Sag ich jedes Mal wieder, ich habe wenig Zeit, viel zu tun. Jetzt noch mehr, vor Weihnachten kommen alle Klausuren. Besanstraße. Wir haben letzte Woche 2 Klausuren geschrieben, diese Woche schreiben wir 3 Klausuren, nächste Woche schreiben wir wieder 2 Klausuren. Also da ist, und dann muss man noch Praktikumsbericht machen und so noch Hausaufgaben und dann hat man immer bis 3:30 Schule. Und so, da bleibt nicht mehr so viel Zeit für irgendwie Videos machen oder was auch immer. Dann kommt noch dazu, dass in letzter Zeit irgendwie, immer wenn ich aufnehme, egal mit welchem Programm, mein DirectX abschmiert oder so, beziehungsweise OMSI DirectX abschmiert, das worauf OMSI zugreift. Und dann laden wieder keine Texturen und das Spiel schmiert ab und man hat nur diesen blauen Kringel und sieht überhaupt nichts. Ja, deswegen kann ich nicht aufnehmen. Wenn ich denn zwischendurch mal aufnehmen kann, ist es so, wenn ich ohne Facecam aufnehme, ist alles flüssig. Nehme ich mit Shadowplay, mit Facecam auf, sitzt immer nur 10 FPS, ich weiß nicht wieso. Deswegen, ja, ist es jetzt so, dass ich dieses Video mit Shadowplay aufnehme und nebenbei die Webcam extern aufnehme und dann später zusammenschneide. Hoffentlich klappt das alles. Drückt die Daumen, sonst seht ihr das halt mal ohne Dashboardcam. Wäre natürlich blöd, aber so ist es dann nun mal. Hakenbeerstraße. Ja, dieses Spiel bumst mich nur, wo es mich bumsen kann. Ich hasse es abgrundtief. Ich warte echt darauf, dass mal irgendeiner es geschissen kriegt, mal ein gutes Game zu machen, was das Thema Bus anbelangt. Zum Beispiel Lotus. Vielleicht wird das ja mal auf den heutigen Standard angehoben. Und nicht wie OMSI selbst für den damaligen Standard veraltet rausgebracht. Moin. Selbst 2012, als das rauskam, war es ja gefühlt schon nur noch Technik von 2005. Also OMSI war ja schon, als es rauskam, alt gefühlt. Willst du mit? Nee. Deswegen hoffe ich mal, dass Lotus so gemacht wird, dass wenn es dann nächstes Jahr erscheint, auch aktuell für nächstes Jahr ist und auch noch länger aktuell bleibt. Ja, und dann bin ich mal gespannt auf The Bus, wie das so sein wird. Könnte, wenn es gut ist, auch ein Konkurrent werden. Wasserturm. Denn einer, es hat eine sehr, sehr heftige Grafik, muss man sagen. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, dass die Fahrphysik nicht so geil wird. Aber abwarten, das werden wir alles sehen. Bläh. Ja, also sofern ich schaffe, möchte ich die nächsten Tage nochmal mehr Videos von der Karte machen. Jetzt nochmal die andere Linie zeigen in diesem Jahr. Also, ich bin überfordert. Erwachsen, Preisstufe 1. Sind wir jetzt bei 3? Ja. Danke. So, bitte. Ja, da wollte ich nochmal die andere Linie zeigen. Und was ist jetzt mit den Texturen los? Das sieht nicht richtig aus. Oder? Na, egal. Wir sind eh gleich am Ende. Da wollte ich nochmal die andere Linie zeigen und dann möchte ich nochmal in die Vergangenheit reisen, wo wir dann nochmal die 70er-Linien fahren, damit wir einmal alles gesehen haben. Ich weiß, jedes Mal, wenn neues Addon rauskommt, sage ich, wir wollen alle Linien abfahren. Habe ich noch nie gemacht. Na doch, bei Addon Hafen City, da habe ich es gemacht. Oh, scheiße. Jetzt meckern die wieder. Oh, nee, doch nicht. Ja, deswegen, diesmal möchte ich es aber wirklich machen, bei diesem Addon nochmal alle Linien abfahren und so. Und ich denke, abgesehen von dem Addon jetzt, wir werden diesen Bus oder auch den A37 noch öfters sehen. Weil ich finde die MRNs einfach geil. Ich weiß nicht, ich finde die geil. Die sind an manchen Stellen so scheiße, dass ich sie wieder richtig geil finde. Ich weiß auch nicht. Also wenn man manchmal mit denen nach Hause fährt, dann denkt man echt gleich, fliegt die Achse auseinander und die Scheiben fliegen raus oder so.
Ich weiß nicht. Die sind so schraddelig, dass sie wieder geil sind. Und ich muss sagen, die sind extrem geil umgesetzt hier. Das Scheppern ist geil, so die insgesamt, diese Variation mit den Schiebetüren, Außenschwenk und später auch Innenschwenk, wenn das endlich mal rauskommt. Dann mit diesem Knopf, den ich natürlich, diesen orangen Haarschalter, den ich aus Neumünster kenne, aus meiner Heimat, finde ich es natürlich nochmal mehr geiler, weil es nochmal mehr Realismus ist oder Alltag, sag ich mal. Deswegen... Nee. Den 50er gibst du mir wieder. Hallo, die haben mir etwas zu viel Geld gegeben. Hab ich? Wieso? 5, 20. 5, 7, 9. So. Deswegen, ich finde die einfach geil, die M1-Busse. Für mich gehört noch ein CNG-Tag oben drauf, aber den kann man ja ganz einfach von dem von V3D oben drauf machen. Und dann hat sich das. Ja. Dann noch ein bisschen Schalteranordnung, wenn irgendwann die finale Version draußen ist. Fahrtende, bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. Übergang zur Regio S-Bahn. Das Team der BSAG wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Ich finde irgendwie die letzte Ansage geil, Alter. Erst mit diesem schönen Tag und dann kommt diese Musik am Ende. Ich weiß nicht, das ist sehr leise. Ich glaube, das hört man nicht. Vor allem, weil der Bus auch so laut scheppert. Und dann habe ich den Spielsound ja eh noch mal ein bisschen leiser. So, ich kann da jetzt leider nicht hingucken, ob da einer kommt. Würde ich... Oh, da kommt ein Kollege. Bitte fahr mich nicht um. Ne, der lässt mich durch. Ja. Dann sind wir auch schon wieder am Ende. Schreibt eure Meinung in die Kommentare zum Addon. Kauft ihr euch, kauft ihr das nicht? Wenn euch das gefallen hat... Das Video, dann lasst doch ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert mich doch. Und ja, dann fahren wir jetzt noch darüber, lassen die Leute raus. Ja, und dann war es das auch schon wieder. Diesmal nicht so das längste Video. Ich sehe gerade, Aufnahme geht 22 Minuten. Ja, denn ich glaube, ja, ich schaffe das noch, das kurz zusammenzuschneiden und das über Nacht hochzuladen, schätze ich mal. Und dann könnt ihr morgen früh... Ab morgen früh dieses Video schon sehen. Ja. Oh, Ampel. Wer hat denn jetzt hier überhaupt grün? Hier ist doch überhaupt niemand. Hier hat doch jetzt niemand grün, oder was? Was soll das denn? Ist hat die... Hä? Hier hat niemand grün. Na doch, der Bus hat grün. Hoffentlich fährt er jetzt mal los, damit die Anforderungen weggeht und wir grün kriegen. Ich meine, ich habe schon... Wie viele Spiele haben wir? 1, 2, ja. Och ja, jetzt haben natürlich die... Achso, nee, jetzt kommt da der Rettungswagen. Haben die natürlich Vorrang. Ah, jetzt haben wir auch grün. Alter, jetzt hier richtiges Verkehrschaos. Gut, dass ich vorne stehe, weil sonst würde die Linksabbieger jetzt noch den Bus von geradeaus blockieren. So, der fährst... Nee, du fährst nicht, gut. Ja, ich habe jetzt mal die Konfigurationsmöglichkeiten nicht gezeigt. Ich glaube, das ist ein bisschen schwachsinnig, oder? Also, das haben jetzt schon... Jeder macht das, also ich meine, und das kann ja, entweder kann man das danach gucken oder man merkt ja selber, wenn man das Addon hat, kann man sich das selber rausfinden. Ja, wie man sieht. Was möchte, ja, ich muss hier noch einmal kurz, sonst meckert die mir hier die ganze Zeit ins Ohr. Habe jetzt keinen Bock drauf. Danke. Einmal erwachsen, bitte. Danke. So. Damit die mich nicht voll merken. Ja, man sieht auch automatisch springt das hier um. Genau wie mit dem Ibis Plus hier. Da wird alles schon angezeigt. Das würde jetzt in 30 Sekunden schon weitergehen, aber das juckt uns nicht, weil wir beenden an dieser Stelle die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.